Der Kellner von heute muss mehr können als nur bedienen. Neue Jobanforderungen, Maske tragen, desinfizieren und andere Talente zeigen. So, ja, das ist so easy. Wir sind Türsteher, ne? Oder neben Getränken rausbringen auch mal Nasenabstriche nehmen. Ich frage mich gerade, wie ich reagieren würde, wenn ich hier rausgehen müsste und jemandem sagen muss, dass er positiv ist. Wie hart ist der Job als Kellner in Zeiten von Corona? Unser Reporter Vincent Dehler durfte das Ende Mai für 2 Tage ausprobieren. 10 Uhr morgens in Aying. Die oberbayerische Bierhochburg hält ganz besondere Aufgaben für unseren Reporter bereit. Nicht nur für uns als Gäste hat sich in der Außengastronomie einiges geändert, auch für die Menschen, die dort arbeiten. Maske tragen, Sachen eintragen, vielleicht sogar testen, keine Ahnung. Ich bin gespannt, was die nächsten 2 Tage auf mich zukommt. Seine Maske muss Vincent den ganzen Tag tragen. Was der Kellner 2.0 noch alles leisten muss, weiß sein neuer Chef Alexander Moosbauer. Hallo. Ich bin Vincent, hallo. Ich bin die Lena, hi. Hi, Alex. Ich bin Vincent, servus. Gemütlich losgehen gibt's in der Außengastronomie nicht. Okay, alles klar. Das heißt, wir sind eigentlich schon mittendrin, ne? Natürlich. Dann zieh ich mir direkt mal meine Jacke aus, weil ich glaube, es wird warm werden. Jetzt heißt es vorbereiten. Das beginnt in der Küche. Erste Station, Körbe packen. Und da fällt Vincent gleich was Neues auf. Die erste große Änderung Außengastronomie ist eigentlich schon mal, dass viele Sachen einfach jetzt abgepackt sind, die es früher einfach in großen... Hi. Sag ich mal, Behältnissen gab, ne? Wo es einfach hieß, zack, Flasche ja. Ketchup auf den Tisch und fertig. Ne? Wir hatten es davor natürlich in so Haferl drin, den Senf. Ja. Sieht natürlich auch viel schöner aus, bisschen persönlicher auch auf dem Tisch einfach wie das Ganze abgepackt. Geht das? Ja, ja. Sicher. Ich komme mit dir mit. Die fertigen Körbe kommen auf die Servicestationen. Die braucht's, denn nach jedem Gast gilt jetzt Tisch desinfizieren und neu eindecken. Nur eine der vielen neuen Hygienemaßnahmen. Du darfst jetzt weitermachen. Ja. Du weißt, wie es funktioniert, oder? Ja, naja, gut. Ich baue im Prinzip nur den Tisch von da einfach da nochmal nach. Richtig. Okay. Bei Fragen, ich bin hier. Okay, alles klar. Neben dem abgepackten Senf landen jetzt Putzeimer, verpacktes Besteck sowie Speisekarten auf den Servicestationen. Und eine Sache darf Vincent nicht vergessen. So, das Wichtigste für heute, Desinfektion. Einmal hier. Und die gibt's im Doppelpack. Bedeutet, erst Tisch mit Seife waschen, dann mit dem Spray nochmal drüber. Es geht ja nicht nur darum, dass der Gast schnell sein Getränke hat oder sein warmes Essen bekommt, sondern eben auch, was ist zu beachten. Wir haben ja letztes Jahr auch schon viele Hygieneregeln gehabt. Also wir sind ein bisschen trainiert darauf, haben uns auch schon ein bisschen daran gewöhnt. Aber es wäre natürlich wünschenswert, wenn alles wieder so laufen würde, wie es davor war. Maske, Abstand, desinfizieren. Viele Regeln für ein Stück Normalität. Bevor Vincent kellnern darf, geht's erstmal an den Eingang zu Alex. Der muss alle Gäste kontrollieren. Klingt hart, ist aber wichtig in Corona-Zeiten. Alex, die Verstärkung ist da. Wunderbar. Hat dich die Kollegin sozusagen jetzt gehen lassen. Sehr schön. Ja, genau. Wir machen jetzt Check-in. Okay, wie beim Hotel. Ja, so ähnlich wie beim Hotel, genau. Wir haben ja hier noch die Thematik, dass wir die Gäste begrüßen müssen. Also wir begrüßen die Gäste, wir müssen die Kontaktdaten erfassen und bringen dann die Gäste zum Tisch. Die Regeln ändern sich laufend. Bei unserem Dreh Ende Mai galt... Es dürfen 2 Haushalte mit maximal 5 Personen an einen Tisch. Okay. Genau. Dazu zählen darfst du Geimpfte, Genesene und Kinder unter 14. Okay. Das ist ja auch echt Wahnsinn. Du musst ja echt stündlich quasi dich über neue Prinzip, sag ich mal, Verordnungen irgendwie auch informieren, weil das sind natürlich Dinge, mit denen musstest du dich ja vorher nicht beschäftigen. Nee, das ist jetzt alles dazugekommen zum letzten Jahr. Mit negativem Test durfte man zum Drehzeitpunkt auch rein. Mittlerweile ist der oft nicht mehr nötig. Gehen Sie gleich hier vorne hin, alles klar. Dann lassen Sie sich schmecken, gell? Ja, danke. So, ja, das ist so easy. Wir sind Türsteher, ne? Wer es einfacher mag, kann sich am Eingang mit dem Handy registrieren oder direkt den Impfpass bei Testpflicht zeigen. Dann dürfen Sie die wieder einstecken und ich würde Ihnen einmal kurz den Platz zeigen. Ja, ja? Gerne. Wunderbar. Danke. Sie sind nur zu zweit, da kommt keiner mehr dazu. Nein, kommt keiner mehr dazu. Dann schauen wir mal. Und dann macht Vincent einen Fehler. So, alles ganz klar. Kurz, wir haben die Kontaktdaten vergessen, die müssen wir noch ganz kurz ausfüllen. Oh, das machen wir doch, kein Problem.
Das, ja, wie gesagt, ne, das sind natürlich jetzt alles Dinge, die auch jetzt dazugehören, aber die man vielleicht auch mal schnell irgendwie übersieht. Aber es ist ja gut, dass wir einen strengen Chef haben. Inzwischen dürfen sich 10 Leute aus 10 Haushalten zusammensetzen. Registrierung ist weiterhin ein Muss. Bei Verstößen kann der Biergarten behördlich geschlossen werden. Vincent, wir machen dann die 4 Herrschaften an der Hauswand, da haben wir noch einen schönen Tisch frei. Okay. Aber die Gäste nehmen die ständig wechselnden Regeln in Kauf. Unbeschreiblich. Also das Gefühl, wieder mal in den Biergarten gehen zu dürfen und zu können, vor allem sie was zum Essen und zum Trinken zu bestellen, mal nicht zu Hause zu kochen, mal nicht im Garten sitzen, auch bei den Temperaturen. Wunderbares, tolles Gefühl. Na dann lassen wir Vincent mal fürs gute Gefühl arbeiten. Nächste Station, Kellnern, ob das klappt. So, 2-mal Orangenlimo und ein Bier. Einmal für Sie. Dann zum Wohl, gell? Also eine Griesnockersuppe brauchen wir, eine Pfannkuchensuppe und ein Spezi. Okay, Tisch nebenan. 102, genau. Genau. Ja, genau, 102, 130 Stammtisch, ja, genau. Genau. Unser Reporter hat schon Kellner-Erfahrung. Auch die neuen Regeln hat er so langsam drauf. Deshalb gibt's eine kleine Spezialaufgabe. Wir müssen jetzt erstmal, glaube ich, Essen rausbringen, ganz kurz. Ach so, okay, alles klar, ich komme mit. Das Essen gibt es auch to go. Einfach online bestellen und direkt bezahlen. Die Bestellung kann am Eingang abgeholt werden. Schnitzel, Pommes, Pommes und Salat. Alles klar, gell? Alles Gute, ciao. Tschüss, alles Gute. Nach ein paar Stunden hat Vincent den Dreh raus. Trotzdem ist eine Maßnahme ganz schön anstrengend für ihn. Das kommt ja auch noch dazu, ne? Also nicht nur, dass du natürlich selber die ganze Zeit die Maske aufhaben musst, sondern halt eben auch zu gucken, okay, wo sind neue Gäste, haben sich welche umgesetzt, direkt wieder desinfizieren, die Leute natürlich auch darauf hinzuweisen, bitte Abstände zu bewahren. Das ist echt nicht ohne. Also man darf das nicht unterschätzen, auf gar keinen Fall. Zu beachten gibt es einiges. Ein Beispiel, eine einfache Breze. Die darf unser Reporter nicht mit der Hand anfassen. Virengefahr. Auch draußen muss Vincent aufpassen. Bedeutet, Abstand zu den Gästen einhalten und die wichtigste Sache auf keinen Fall vergessen. Jetzt muss ich schon wieder dran denken, gleich Tisch desinfizieren und so weiter. Ne? Neues Besteck, wieder abgepackt. Ja, das ist schon. Nach 8 Stunden ist Feierabend. Ich glaube, sind wir heute durch. Du hast einen guten Job gemacht. Viel Spaß. Alex, vielen Dank, gell? Und dann bis Sonntag. Bis Sonntag, ciao. Trotz Gastro-Erfahrung ist Vincent nach Tag 1 platt. Ja, da war doch schon mal einiges los. Dafür, dass das der erste Tag war, brummt mir ganz schön der Schädel. Und ich habe auch noch Hausaufgaben dabei. Ne? Schön die Speisekarte, denn nächstes Mal muss ich alleine ran. Und dafür geht's jetzt erstmal üben, üben, üben. Dafür hat unser Reporter nicht viel Zeit, denn an Tag 2 warten neue Aufgaben. Und die haben noch nichts mit den Gästen am Eingang zu tun. Um die muss er sich später kümmern. Zweiter Tag. Wunderbar. Was schön, hast du vor mit mir? Wir fangen jetzt erstmal an. Wir haben ja auch noch eine Corona-Schnellteststation bei uns vor Ort, wo wir die Leute testen. Heißt im Klartext, Vincent muss Nasenabstriche nehmen. Die Gäste können sich mittlerweile freiwillig testen lassen. Ein Zusatzservice, für den auch das kellnernde Personal eingeplant wird. Zusammen mit Kollegin Kathi gilt jetzt Testen im Akkord. Na, dann mal ran an die Nasen. Ruhig weiteratmen. Und nicht so. Und geht? Das bricht ein bisschen weiter rein. Weiter rein? Nein, nicht weiter rein. Und wie war die Performance? Ja, war sehr weit hinten. Dafür, dass die Kollegin gesagt hat, nur im vorderen Bereich, ist er sehr weit nach hinten gekommen. Aber hat gepasst, alles in Ordnung. Nach dem Abstrich dauert es ungefähr 10 Minuten, bis das Ergebnis per Mail beim Patienten ankommt. Wer Zeit hat, bekommt es aber auch direkt schriftlich vor Ort. Ich frage mich gerade, wie ich reagieren würde, wenn ich hier rausgehen müsste und jemandem sagen muss, dass er positiv ist. Also, da wird mir sowas von das Herz in die Hose rutschen. Also, ja, bin ich ganz froh, dass jetzt irgendwie alle negativ waren.
Und interessanterweise wirklich, also, ne, dass das auch Teil des quasi Jobs der Außengastronomie jetzt irgendwie ist. Nach 2 Stunden muss Vincent zurück in den Biergarten. Zeit für ein Fazit. Also ich hätte zwar manchmal ein bisschen weiter mit dem Abstrich rein können, aber es war alles auswertbar, super mit den Leuten umgegangen. Dankeschön. Das Ergebnis kriegst du dann per E-Mail, so in 10 Minuten. Okay. Tschüss, Kathi. Ciao, servus, ciao. Vincent, mach's gut. Es ist halt eben auch Teil der Maßnahmen so, ne? Für die Gäste ist es super, die keinen Test haben, die einen brauchen, die können sich den direkt holen. Aber es ist natürlich auch wieder mehr Aufwand. Der Biergarten hat normalerweise Platz für 500 Gäste. In Corona-Zeiten dürfen 250 rein. Um die muss sich Vincent bis zum Ladenschluss kümmern. Diese Gelegenheit nutzen wir für eine kleine Extra-Challenge. Dein Ziel ist es, in 3 Stunden 300 Euro Umsatz zu machen. Block kriegst du noch? Genau, einen Block. Jetzt ging es aber ganz schön schnell. Also, 3 Stunden 300 Euro. Okay, dann hoffe ich auf eine Großfamilie. Ja. Gut, dann weiß ich, läuft die Zeit, ne? Ja. Gehe ich mir jetzt mal Kundschaft holen. Vincent soll also genau so viel Umsatz machen wie ein erfahrener Kollege. Also bonieren, kellnern und die Hygieneregeln nicht vergessen. Alice? Für mich auch. 2. 3. Und du sagst auch noch 4. Komm. 4. Wirklich? Ihr macht es mir auch einfach irgendwie. Danke. Ob es so einfach bleibt? Nach jedem Gast muss Vincent den Tisch desinfizieren und neu eindecken. Erst dann dürfen neue Leute bestellen. Währenddessen sollen die anderen nicht warten, sonst wird das Essen kalt oder das Bier warm. Und dann passiert es. In der Hektik bringt Vincent das falsche Essen an den Tisch. Man kann immer Fehler machen, wenn man so reagiert, dass das wunderbar ist, wird sich nicht aufs Trinkgeld auswirken. Nochmal Glück gehabt. So langsam ist unser Reporter in seinem Element. Wenn da nicht die eine Sache wäre, die ihn stört. Der Unterschied ist, die Gäste, die können sich, wenn sie am Tisch sind, die Maske abnehmen. Aber also das Servicepersonal, das hat es die ganze Zeit so, ne? Und das ist natürlich schon so, nach einer Stunde ist man ganz froh, wenn man mal kurz durchatmet. Das darf er jetzt auch. Zeit für eine Pause und für eine wichtige Frage. Wie war das jetzt für dich so, auch während des, sag ich mal, Lockdowns, wo ja natürlich irgendwie die Außengastro ja zu war? Dass es halt einfach schaut, dass man Kollegen nicht sieht und dass man halt einfach nicht den Beruf ausüben kann, den man eigentlich liebt und gern macht. Das Voll. Ist eben das. Aber da war doch noch eine Challenge. Also wieder raus und weiter kellnern. Nach 3 Stunden das Ergebnis. Hat unser Reporter seine Aufgabe gepackt? 10, 14, 18 und 7 sind? Na, shit, 25. 258 und 10er. Ja. Leider nicht geschafft. Aber ich meine, es zeigt ja nur noch mal irgendwie. Hättest ein bisschen mehr verkaufen müssen. Ja, das. Nee. Am 30. Mai war noch um 22 Uhr Schluss. Inzwischen ist die Sperrstunde in Bayern aufgehoben. Jetzt heißt es abrechnen und Trinkgeld zählen. Auf gar keinen Fall, das ist für euch, wirklich. Teilt es untereinander auf, bitte. Vielen lieben Dank. Macht es gerne, gerne. Dann würde ich sagen, Feierabend. Genau. Ja? Ja. Wie habe ich mich angestellt? Bist du zufrieden? Eigentlich richtig gut umgestellt für den ersten Freut mich. Mal. Dann vielen Dank, gell? Gerne. Alles Gute euch und dann vielleicht komme ich als Gast mal wieder. Gell? Danke, ciao. 2 ereignisreiche Tage gehen zu Ende. Und eines ist klar, durch Corona ist der Job des Kellners deutlich arbeitsintensiver geworden. 2 Tage Außengastronomie. Auf der einen Seite bin ich auch echt froh, dass es vor allem als Gast möglich ist, wieder das zu machen. Und wir sollten auf jeden Fall das wertschätzen, was die Jungs und Mädels hier jeden Tag so im Biergarten leisten. Ich bin aber froh, Feierabend zu haben.